Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Minecraft. Heute oder vielleicht eher gesagt in den nächsten Folgen mit einem kleinen Special. Ich habe ja schon davon gesprochen, dass es vielleicht angebracht wäre, für die verstorbenen Dörfler einen Friedhof zu errichten. Und deswegen möchte ich das in die Tat umsetzen. Und das mache ich nicht alleine. Ich habe euch den Barty mitgebracht. Hallo. Hier bin ich. Genau, und wir wollen hier hinter der Kirche, die vermutlich irgendwann gar nicht mehr Kirche ist, aber wir wollen hier jetzt einen schnuckeligen kleinen Friedhof errichten, so eine Art Waldfriedhof, schon ein bisschen zerfallen, ein bisschen, ja, rottend vielleicht sogar schon. Mal gucken, was uns da so einfällt. So, wenn wir hier jetzt den Friedhof hinbauen wollen, dann brauchen wir erstens Zaunelemente, um das Ganze noch ein bisschen besser zu schützen. Denn wir werden sicherlich auch im Bau... Huch, ich höre schon wieder hier... Obwohl der... Ich muss mal ganz kurz hier in den Wachturm gucken. Stimmt, der Felix hat noch seinen Kerker. Ja, der hat da einen Kerker. Nicht, dass da jemand aus dem Kerker ausbrechen kann. Aber die Tür ist schon mal zu. Es würde mich nämlich gar nicht wundern, wenn da auch tatsächlich mal Zombies drin spawnen. Oh je, ich höre es auf jeden Fall. Ich höre auch Grunzen. Nee, das höre ich aber hier. Warte mal. Irgendwo hier. Also hier ist nur ein Schädel. Also ich bin unten drin. Hier sollte jemand gestorben sein wahrscheinlich. Warte, ich nehme mal kurz hier was weg. Nee, da ist Erde. Wartet mal. Wo ist denn das wohl? Das hat er ja aber schön gemacht, ne? Ja. Hier unten. Oh, verdammt, da geht's ja noch weiter runter. Vorratskammer. Ist die hell genug ausgeleuchtet? Boah, ich hoffe. Ja, ich denke schon. Müsste sein. Ja. Ich weiß nicht, ob hier unten jemand ist drin ist. Weil hörst du auch da, hier knurrt einer jemand. Ganz ordentlich, da war ich, ne? Drin. Warte mal, ich habe doch Minikarte. Guck mal. Wo ist denn hier jemand? Mit dem Stroh im Boden finde ich gut. Monster einzeigen. So. Ja, mit dem Stroh sieht gut aus, ne? Mhm. So, immer wieder zwischendurch. Wobei ich nicht weiß, was das hier sein soll. Es sieht eigentlich ein bisschen aus wie eine riesen Latrine, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwas ist unter der Kirche. Ah, okay. Das ist ja typisch. Hier in der Ecke. Genau hier in der Ecke. Ja, ja, genau. Habe ich ja gesagt. Also ich stand nämlich gerade hier und dachte so, hä? Irgendwas muss doch hier sein. Ja. Ach, schau mal. Du bist direkt da drunter? Hi, du da. Was ist das für ein Raum? Ach, das... Hä? Ach so, ich hier kann ist hier nicht... eine Höhle drunter. Also, ich kann hier jetzt nicht runterspringen, dann sterbe ich, weil ich bin nicht im Kreativmodus. So. Ich bin da jetzt vorsichtig. Hier ist direkt eine Höhle drunter, die halbwegs ausgeleuchtet ist. Warte mal, ich stelle mal ein paar Fackeln hin. Okay. Dann wird es vielleicht besser in der Zukunft. Ja. Ich finde es auch hier gut mit den Doppelbetten, die ihr hier reingemacht habt. Weißt du, was das ist? Das ist deine Höhle, die hier neben der Kirche den Eingang hat. Ach so, ja, ja, alles klar. Stimmt. Das ist die. Genau diese ist es. Jetzt die Tür auch zugemacht. Du hast hier so viel Zeug, so viel Erde gebaut, weil du hier ja Zombie-Dörfler früher rausgeholt hast, dass hier überall dunkel ist. Ach so, ja, okay. Da muss ich da wohl irgendwann nochmal wieder runter und muss da mal ausleuchten. Oh, ich bin hier gerade falsch rausgegangen, würde ich mal sagen. Ich habe genau die falsche Tür genommen. Jetzt musste ich aber um den kompletten Wachturm drumherum. Ja, der Doktor schmerzlos, ja. Meine Dörfler sind alle verschwunden und der ist auch verschwunden. Ich weiß noch nicht, ob... Ach, was ist denn das da? Hier ist irgendwie eine Truhe, die im Dunkeln hängt. Der Felix hat ja, glaube ich, noch was vor. Echt? Okay. Ich weiß, der ist gelegentlich hier auf dem Server. Keine Ahnung, was er vorhat. Hat er mir nicht erzählt. Ja, mach das mal. Ich habe übrigens noch ein, zwei Ideen für unterschiedliche Stände hier auf meinem Dorfplatz. Ich habe da auch noch eine Idee, was da hinkommt. Das kann ich dir eigentlich schon sagen. Wie findest du denn mein Katzenzubehörstand? Das ist süß. Das ist wirklich der knuffig. Pink Stand. Ja, mein Mann hat sich den angeguckt und die Augen verdreht. Er ist wunderbar pink. Also, ja, wunderbar pink, ne?
Ja. Aber auch, was es hier alles gibt. Ja, miau, und die Katze da. Ich finde dieses Körbchen so genial. Ich bin auf die Idee gekommen, als ich das Babybett gebaut habe. Da dachte ich, nein, wie geil. Man kann auch einfach ein ganzes Katzenkörbchen bauen. Hier so eine Transportbox. Das ist echt Man kann die auch einfach von oben rausholen, wenn die Katze sich wehrt, rauszukommen. Das ist beim Tierarzt nämlich immer so. Da muss man, wenn, dann wollen die Katzen plötzlich nicht mehr freiwillig raus, obwohl sie auch vorher nicht freiwillig rein wollten. Ja. Am Anfang muss man sie oben reinpacken, weil sie nicht freiwillig reingehen. Und hinterher muss man sie oben wieder rausholen, weil sie nicht freiwillig rauskommen. Nur zu Hause. Zu Hause machst du die vordere Klammer auf und schon sind die draußen. Naja, ist halt zu Hause, ne? Was erwartest du denn? Der böse Tierarzt, da kommen die doch nicht raus. Die sind nicht blöd. Ja. Okay, ich hole mal Zäune, damit wir das Ganze noch ein bisschen... Und ich mach mal ein paar Hacken, weil ich denke mal, wir sollten noch ein paar Bäume da wegfällen. Auf den Marktplatz von mir aus kommt übrigens eine Sache hin. Mhm. Und ich glaube, das wird dir gefallen. Ich muss mir noch überlegen, was dabei rauskommt. Genau, aber es wird ein Spiel sein. Ein Spiel halt. Okay. Für die Bewohner. Ein Spiel, damit sie auch, mal damit die auch Zeit verbringen. Genau. Genau. Bei mir gibt's sonst nichts zu lachen. Nee, bei dir gibt's nur traurige Sachen. Taverne zum Saufen. Boah, war das nicht traurig, Mann, ey. Ich hätte wirklich fast geheult. Ich habe nur an mich gehalten, weil ich wusste, ich nehme gerade auf. Boah, das war so schlimm. Die Armen taten mir so leid. Vor allen Dingen, aber ich habe erstmal so innegehalten, weil ich so verdutzt war und gedacht habe, was ist das für ein Geräusch? Denn die blöden neuen Custom Sounds von dem Resource Pack konnte ich in dem Moment nicht einordnen als sterbende Dörfler. So, ich habe jede Menge Zäune hier. Und 8 Zauntore. Zauntore würde ich lieber andere nehmen, damit man die besser erkennt, weil die Zauntore kannst du kaum von den anderen unterscheiden. Dann nehme ich wieder Akazienholzzäune mit den goldenen Knüppels dran. Achso, ich wollte Äxte machen. Hast du eigentlich den Verkaufsautomaten von innen gesehen? Ja, ich bin mal reingegangen. Oh Gott, das war ein Donner, ja? Ist wieder Nacht? Ich weiß es nicht, ich bin auch in den Moment. Ich warte, guck mal, ich kann mich hinlegen, dann ist Tag. Okay. Nacht. Dann baue ich mir auch ein Bett auf und schlafe. Mhm. So. Damit wir das Gewitter wegschlafen. Ich habe voll Angst. Die Tage bin ich nämlich mal über mein Gras gelaufen, da hat der Blitz Gott sei Dank nur in den Rasen eingeschlagen. Da habe ich echt ein bisschen Schiss gehabt. Hat ein Blitz eingeschlagen hier in den Berg hinter der Kirche. Da, wo jetzt der Friedhof hinkommen soll. Ja. Ist ja herrlich. Im Prinzip. Okay. Soll ich Diamantäxte machen? Nee, ne, lohnt sich nicht, oder? Ich hab eine. Du hast eine. Mach ich mir vielleicht auch noch eine? Oder? Ja, weil dann geht's einfach schneller. Soll ich mir auch was mitnehmen? Wahrscheinlich, ne? Was meinst du denn? Ja, zum Bauen. Warte mal, ich guck mal, wie man im Survival diese komische Mauern macht. Mauern? Ach, du meinst hier die Bemoosten. Mach mal. Was mache ich eigentlich hier? Ich brauche doch nur einen Stick. Und Sticks habe ich doch dabei. Und ich habe genug... Oh, ich kann einfach mal meine Axt verzaubern und gucken, was bei rumkommt. Denn ich habe genug Erfahrungslevel. Ach so, man muss sie aus den bemoosten Kabels machen. Ach so, okay. Macht Sinn. Ja, macht Sinn. So, wartet. Einmal Lapis. Und die Axt. Und gib ihm. Was kriegen wir? Effizienz und Haltbarkeit. Na, was will man mehr für eine Axt? Oder? Äxte können auch sonst nichts Besonderes abbauen? Eigentlich nicht, nee. So, der Lapis kann wieder weg. Schwuppdiwupp. Ich denke mal, Unendlichkeit werde ich da nicht drauf tun können. Das macht auch nicht wirklich Sinn. Das macht nur auf dem Bogen Sinn. Mhm. Was hast denn du alles dafür? Bücher, Stärke, Schärfe. Ich könnte sogar noch eins bauen. Warte mal, ist da nur irgendwo ein Buch drin? Dann baue ich einfach noch ein Buch. Ich habe nämlich noch 34 Erfahrungslevel. Du hast 2 Bücher hier drin. Mhm.
geht ja aber nur eins, glaube ich. Thum und Lapisch. Dann gucken wir mal, was wir noch hergestellt bekommen. Es gab, glaube ich, auch mal irgendwo einen, der mir für Smaragde Bücher verzaubert hätte. Ja. Ach, es ist so traurig, hä? Hallo? Was ist jetzt los? Huch. Okay. So, was haben wir denn? Unendlich! Mein zweites Unendlich. Ja. Man kann's haben. Muss man aber nicht. Nee. Gibt's eigentlich auch unzerbrechlich? Also, dass etwas immer hält? Nee, ne? Nee, gibt's nicht, nee. Irgendwo war hier unendlich. So, gut. Glück des Meeres hatte ich nicht. Ich hätte so gerne eine Angel mit Glück des Meeres gemacht. Aber ich habe nur Köder, 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 Köder. Wobei ich ja, jetzt mit meiner Schrottangel... Diese Namenstext zu angeln war auch ganz, ganz, ganz nett heute. Wieso? Oh, das fand ich irgendwie so süß. Wie sie da steht und angelt und angelt und... Eigentlich will man Fische angeln normalerweise, ne? Und ich wollte aber keine. Nur Fische. Ja, deswegen habe ich auch extra keinen Köder drauf gepackt, weil man dann ja mit Köder noch schneller Fische angelt. Genau. Naja, irgendwo haben wir doch hier ein Zauntor. Wobei, was wir machen noch Wollen ein Zauntor wir hier. Eigentlich auch tatsächliche Gräber, also hier Kisten unter die Erde packen oder sowas? Oh, okay. Ich weiß nicht, was du... Ob. Keine Ahnung. Ich... Nee. Oder? Wir können einen Hohlraum machen. Wobei, so ein Koffin macht auch was her, ne? Ja, und da könnte man halt Sachen packen, wie zum Beispiel Bücher. Aha. Oder Gegenstände, mit denen die Leute damals halt begraben worden sind, ne? Oh mein Gott, willst du hier gleich Pyramiden hinbauen? Nein. Wenn da hinterher Katzen in den Gräbern liegen, weiß ich noch nicht, ob ich das toll finde. So, da ist jetzt mal hier so ein Ding. Ich werde erstmal alle Bäume hier abmähen, okay? Ja. Dann habe ich auch wieder schön viel Fichtenholz. Das ist voll gut, weil ich liebe es Fichtenholz. Das ist wirklich mit das Schönste hier. Ich hatte mal ein Texturenpaket, da fand ich das Fichtenholz von allen Holzsorten am ätzendsten, weil da nämlich so komische Nieten drin waren. Und das sah für den einzelnen Block ganz schön aus, aber sobald da zwei oder drei Blöcke von nebeneinander waren, sah das einfach schrecklich aus. Ich finde das Tropenholz in Conquest so schön. Du meinst, wenn es... in Holz, also nicht als Stamm. Als Stamm finde ich es furchtbar. Als Stamm ist es furchtbar, das kann ich gar nicht gebrauchen. Das sieht so geschuppt aus. Ich weiß überhaupt nicht, wer das mal gebrauchen sollte. Ich werde sicherlich kein Haus mit den Tropenholzstämmen als Eckpfeiler machen. Das finde ich, sieht wirklich schrecklich aus. Ja, das soll halt so wie Palme aussehen wahrscheinlich, ne? Aber ich finde es irgendwie ungelungen. Ja, auch diese Palmen selber mit diesen Terrassen finde ich jetzt auch nicht so mega gelungen, muss ich sagen. Nee. Ich finde es auch irgendwie so, ja, dass sie so breit sind, weißt du? Bei der Schwarzeiche macht es Sinn, dass es so ein massiger, kleiner, dicker, knubbeliger Baum ist. Aber ich weiß nicht, so ein Tropenholzbaum, der darf ein bisschen höher als ein normaler Baum sein, meinetwegen auch doppelt so hoch oder so. Aber er muss doch eigentlich dünn dabei sein. Boah, das scheiß Hühnchen hier hat mich jetzt erschreckt. So, ein bisschen grobe Erde. Ich glaube, das tut sich nämlich gut als so Wege auf dem Friedhof. Oh ja. Und hier Pozol auch. Das können wir wieder tauschen im Dingensbummens. Hast du genug Smaragde? Ich weiß nicht. Wir müssen mal gucken, 20. was die übrig gebliebenen Bauern haben wollen, die ich jetzt noch habe. Die Armen, die wenigen. Irgendwann muss ich mal für eine Folge alle Dörfler auf einen Fleck zusammen versammeln für eine Gedenkminute oder so. Und dann werden die da alle reinquatschen. Undiszipliniertes Pack. Ich traue es denen sogar zu, dass den Herzen über den Kopf kommen, weil sie mal alle zusammenstehen und dann so lass uns du und ich, wir beide. Ja, das könnte gut sein. So.
Dann bin ich auch mal hier, habe ein bisschen Material mitgenommen. Mhm. Holz nicht zu viele Bäume ab, ne? Wir wollen das auch nicht. Ja, wir können so die aber. Aber wir können die ja so hinsetzen, wie wir es hinterher haben wollen. Ja, gut, das stimmt. Ja, ich dachte halt, am Friedhof selbst müssen jetzt nicht so viele Bäume sein. Mhm. Aber eben. Der Wald, der dunkle, tiefe Wald dahinter ist irgendwie gut. Ja, klar, klar, klar. Aber wir müssen auch gucken. Wir können auch ein paar Bäume in dem Wald nochmal reinpacken. Richtig, damit es noch dichter und duschterer wird. Oh mein Gott, wenn hinterher rund um den Zaun vom Friedhof immer nachts die Zombies stehen und auf den Friedhof wollen, hat das schon irgendwie was Gruseliges. Ja. Ja, ich habe jetzt erstmal hier vorne alles weggenommen. Ich nehme mal vielleicht auf der nächsten Terrasse auch noch weg. Und vielleicht sollten wir eine... Ich überlege gerade, ob ich eine Endertruhe mache. Wobei, wenn man... Ja, eine Endertruhe, finde ich, macht immer nur Sinn für diese besonderen Einrichtungsgegenstände, weißt du? Mhm. Und nicht unbedingt für Holz oder Stein oder irgendwas in der Art. Ja, gut, ich meine... Du kannst eine Endertruhe zum Beispiel mal mit in den Dschungel nehmen oder so. Ja, ja, eben. Wo du Sachen noch liegen hast. Ja. Und dann packst du die Hälfte in die Truhe und die Hälfte nimmst du mit, ne? Und dann hast du irgendwann nach Hause getragen. Ja, ja, ja. Aber nicht nur das. Das Beste ist doch, dass ich jetzt sowohl mein Portal zum Ende, da wo die Festung anscheinend unten ist, und das Portal zum Tempel im Dschungel beide verloren habe, weil das eine sich ja dann automatisch hierhin connected hat, weil es irgendwie immer noch zu nah hier dran war. Und das andere hat sich mit dem... Ach du Scheiße. Oh, das ist aber ein Block. Das sah aber jetzt dunkel aus. Das andere hat sich zur Küste vom Dschungel connected. Ja, so ein Mist, ehrlich. Jetzt muss ich die wieder neu suchen, diese beiden Orte. Naja. Ich meine, gut, ich habe den Tempel halt ja... Noch mehr Ende Augen. Ich habe mir die Koordinaten ja aufgeschrieben. Ja, okay. Ich muss nur mal in Neta gehen, die entsprechenden Koordinaten aufsuchen und da ein neues Portal hinbauen. Dann ist das Ganze ja gar kein Problem. Ja, so, du musst halt die bestehenden Portale irgendwie zerstören, ne? Die bestehenden Portale? Nein, nein. Also gerade dieses Portal hier, das steht ja genau richtig. Ja, nein, ich meine nicht dieses, aber irgendwie so, ne, dass es sich wieder nicht woanders verbindet. Das ist ja die Sache, dass Portale müssen ja irgendwie mindestens 2000 Blöcke auseinanderstehen. Ja. Irgendwie so. Irgendeine Richtlinie gab es da schon, ja. Richtig. Und wenn man ein Portal in den Nether baut... und sie sind halt nicht da, also die, oh Gott, es wird jetzt wieder hier dunkel. Ich überlege, ob wir hier vielleicht schon mal ausleuchten. Ich habe ja ein paar Fackeln dabei. Huch. Ich wollte hohes Gras abjanschen. Schnibbeln und dann? Und dann klicke ich drauf und es kommen zwei kurze raus. Zwei kurze? Aha. Das ist ja merkwürdig. Wir fahren auch. Ha? Okay. Das ist mir neu. Allerdings, mir auch. So, wir müssen gucken, inwiefern wir das mit dem Terrassenbau hier so behalten möchten. Oh, hier ist Wasser. Also ich glaube, man kann es behalten, aber wir sollten es vielleicht ein bisschen... An manchen Stellen ein bisschen glatt ziehen. Genau, genau. Also, dass es nicht so treppenartig hochgeht, ne? So terrassenartig tatsächlich. Guck mal, man sieht jetzt sogar von hier aus dem Dickicht meinen Signalturm. Oh. Ja. Und zwar nur, weil ich jetzt das, Scheiße, Boah, ich hab mich so erschreckt, diese scheiß Viecher. Da kommt einer, da kommt einer. Ich rette dich. Oh, ich treffe nicht. Ups, aua. Ach, danke, mein Retter. War das nicht männlich? Das war so männlich. Du trägst ja auch eine total männliche Rüstung. Ja, ne? Lass mal von vorne gucken. Oh, wo einer ist, da ist meistens auch noch ein zweiter, mindestens. Oder eine ganze Horde. Leider.
Ja, ich habe ja die Theorie, dass Zombies irgendein Pheromon irgendwie absondern, wenn sie jemanden gefunden haben, den sie töten könnten. Die rufen dann irgendwie. Oder ist es vielleicht ein telepathischer Kontakt? Das kann auch sein. Ich meine, verdammt, jetzt habe ich keine Fackel mehr. Ich habe nur zwei. Mein Bett stelle ich aber jetzt auch mal hier oben hin. Erstmal. Ja, die Betten wären vielleicht nicht schlecht. Machen wir doch einfach Tag. Wäre das nicht eine Idee mit Ausblick auf den Signalturm? Oh ja. Yeah. Da muss auch noch ein Dörfler hin. Ja, oben der Wachmann. Der muss genauso eingesperrt sein wie der Glöckner. Der hat ja meine Tochter auch gesagt, Mama, hier muss noch einer hin. Der immer das Signal... Ach, guck mal, siehst du, jetzt bei Tag erkenne ich auch, an welcher Stelle hier noch was fehlt. Da oben habe ich nämlich einen Holzblock drin gelassen. Mhm. Und deswegen kommt da oben nichts runter. Das hängt hier natürlich an dem anderen Baum. Ja, gut. Immer dieses infektiöse Laub. Ja. Oh, von hier fällt man aber richtig tief runter. Hier müssen wir aufpassen. Ja, dahinter ist so ein Ding. Ja, hier ist auch so eine Schlucht, richtig, ne? Ja, genau. Das sieht auch cool aus eigentlich. Können wir auch was noch mitmachen. Das ist ein Hangfriedhof. Ein Friedhof am Hang. Ja, allerdings. Ich muss mir noch eine Schaufel machen, fällt mir gerade ein, weil das wird sehr, sehr langwierig werden, wenn ich anfange, hier das Terraforming mit den Fäusten zu betreiben. Dann müsstest du vielleicht eine Effizienzschaufel haben. Effizienz? Mhm. Auch das noch. Ich habe da meine Probleme mit so effizienten Schaufeln. Das geht immer so ding, 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 ding. Genau. Und dann macht man viel zu viele Löcher. So. Schön, dass wir gleichzeitig so sagen. Ein bisschen du weird. Du hattest ja neulich in deinem Blog von Füllwörtern. Ja, ja. Ja. Ist so auch dein Lieblingswort? Ja, genau. Das ist es. Ich weiß, Trash Tasmani sagt immer, okay. Auf Englisch sage ich immer well. Ah, ehrlich? Mhm. Effizienz habe ich aber nicht. Oh, ich habe aber noch 31. Ich kann die einfach mal verzaubern. Ich mache mir eine Diamantschaufel und verzauber die. Ist ja nicht so. Ich habe zwar keine 30 Level, aber ich kann was auch verzaubern. Einfach mal aus Spaß. Du kannst auch einfach... Wie viel Level hast du denn? 28. Ja, geh doch mal hier meine Tierpopulation anheizen. Effizienz 4 und Haltbarkeit 3. Perfekt. Wunderbar. Was habe ich Glück heute? Schning, schning, schning. Das ist voll gut hier mit diesem Türmechanismus, der beide Türen gleichzeitig klappt. Wobei es mir dann schon öfter passiert ist, dass ich mich so doof verhakel, weil ich dann automatisch so einen Vorwärtsdrall hab. Hast du genug zu essen dabei? Ja, habe ich. Gut.